Spieltag 42, Deutsche Eishockey-Liga. In Krefeld verzichten die Pinguine auf Zuschauer, auch im Derby gegen die Kölner Haie. Deshalb müssen Uwe Krupp und seine Jungs vor leeren Rängen ran in einem Match, in dem man die eigene Niederlagenserie beenden will. Das erste Bulli ausgeführt, Krefeld im Vorwärtsmarsch, kriegt hier die Scheibe, hat Lukas Lessio. Und der spielt den Querpass, der am Ende abgefangen von Öfing die erste XXL-Gelegenheit der Haie einleitet. Nein, es war nicht mal eine Gelegenheit. Es war der Treffer. 1-0, 6-0, 21 Sekunden hat es gebraucht. Hier sehen wir Sill. Zu viel Abstand von den Gegenspielern. Deshalb hat er die Chance und trifft gegen Sergei Belov im Kasten der Krefeld-Pinguine. Dann sind 9 Minuten gespielt. Die Kölner Haie auf dem Weg zum 2-0 mit Maxi Kamra im 250. DEL-Spiel. Bringt die Scheibe aufs Tor. Belov und der Pfosten. Der eine macht die Ecke zu, dann verhindert das Metall das Kölner 2-0. Und nur Sekunden später das. Jasper Jens Nobo. Und dann kommt Alexander Bergström ins Spiel. Und der macht den Ausgleich. 10. Minute. Von Brecko unmittelbar in Szene gesetzt. Setzt er sich durch. Hier in der Mitte nimmt er Speed auf. Keiner der Haie kommt ran. So steht's 1-1 nach 20 Minuten. Igor Zahakin nicht unzufrieden mit dem Match seiner Mannschaft. Und im zweiten Drittel wird es noch ein bisschen besser. Es ist das Krefelder Drittel, weil Laurin Braun Gelegenheiten hat vor dem guten Justin Poggi. Hier, Metall trifft das Tor. Es war nicht super gefährlich, aber es war ein erster Akzent. Den nächsten setzen Sabulic und Alexander Weiß. Wieder ist Poggi Herr in dieser Situation. Dann aber passiert Folgendes. Tuvison. Strafe, 2 Minuten, muss runter und Jan-Luka Senhen setzt noch einen drauf. So kann Krefeld in Überzahl spielen. 5-3 und die Scheibe findet ihren Weg zu Robert Sabulic und der verbucht die Krefelder Führung. Allerdings, der Assistent, der heißt Alexander Bergström und spielt diesen Pass absolut perfekt. Noch einmal Köln, kurz vor Ende, erst zerrissen. Köln hat noch mal die Scheibe, kann noch mal nachsetzen. Sebastian Uvira, aber der Ausgleich bleibt den Jungs versagt. Reden wir über den Schlüsselspieler der bisherigen Partie. Der heißt Alexander Bergström, macht einen Treffer selbst und bereitet einen zweiten mit einem Traumpass vor. Wird das auch der entscheidende Spieler für den Schlussabschnitt sein? Warten wir es ab. Knappe 12 Minuten sind gespielt. Maxi Kamera für die Kölner Haie. Nächste Gelegenheit. Pfosten, das war die Riesenchance zum Ausgleich. Belov wäre geschlagen gewesen. Und dann gehen wir in die Schlussphase. Justin Poggi verlässt das Eis. Köln versucht, bringt alles nach vorne. Bergström plötzlich an der Scheibe. Bergström mit dem Zuspiel auf Sabulic. Und der trifft ins leere Tor. Krefeld besiegt die Kölner Haie, weil er Alexander Bergström einen glorreichen Abend hatte. Und Robert Sabulic mit 2 Treffern gegen die Kölner Haie erfolgreich ist. I think we played pretty smart, to be honest. It's not every day I can say that, but I think we didn't overthink anything, and we played simple and smart. And obviously, we have to respect that they had a couple of guys who wasn't playing. Ja, also ich denke, wir haben viel mehr Schüsse zum Tor gebracht. Wir sind alle zum Tor gegangen, aber leider fehlt immer noch das Pfändchen Glück vorne, dass dann einer auch mal richtig steht und einen Puck auf den Schläger bekommt und dann eben das Tor erzielt. Aber die Haie verbessern sich in vielen Details, verpassen ohne 8 einen möglichen Erfolg bei Krefeld-Pinguinen, die 3 wichtige Punkte holen in ihrem ersten Spiel des Jahres 2022. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.